Okay, weiter geht's. Irgendwo hier muss was sein. Ich muss die hinteren Waggons suchen, aber dieser Käfig ist verschlossen. Das gibt sowieso, sowieso nichts zu sehen. Also, vielleicht für, etwas super Verdächtiges, das keiner sehen soll. Ach was, wo ist dann das Problem? Nun machen sie schon den Käfig auf. Ja, okay, immer mit der Ruhe. Mit diesen Schlüsseln kannst du ihn öffnen. Danke, den borg ich mal kurz aus. Du hast den Schlüssel, jetzt kannst du die hinteren Waggons durchsuchen. Ich bin schon dabei. Von wo redet er eigentlich? Naja. Riesenkäfer, hallo? Er ist offen. Moment mal. Dieses Ding ist wohl auf einen Kampf aus. Hey, na los. Ach komm, hier, friss deine eigenen Kinder. Ach so, der Trick war ja so, ich weiß jetzt wieder. Während des Sprungs. Ich bringe ihn einfach mal so um. Und friss das auch noch. Drecksteil. Okay. Na schön. Fischi. Warum gibt es hier Wasser in diesem Zug? Wahrscheinlich um lebende Fische daran zu transportieren. Das kann sein. Ich glaube, ich komme nur auf die andere Seite, wenn ich nur durchschwimme. Ja, da ist das Ventil. Ich muss es ausschalten. Ich bin nicht dumm. Habe ich schon irgendwie gedacht, dass es so ist. Oh. Fischi. Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Und alle Fische sind tot. Yay. So ist es fein. What the fuck? Okay, die verdammten Drecksfischis. Friss Kacke. Wer will noch Stress? Anscheinend keiner. Egal, die Delikatessen habe ich getötet. Och du heilige Scheiße. Ist das kalt hier drin? Wo bin ich hier? In einem Kühlschrank. Zumindest sieht das so aus. Kein Ort, an dem man sein möchte, wenn man gerade aus dem Wasser gestiegen ist. Brumm. Hey. Hä? Was machst du hier drin? Ist die Sache mit den Waren etwa aufgeflogen? Waren? Was denn für Waren? Was wird hier immer... Das wird hier immer verdächtiger. Ach nein, ich meine... Ah, okay, dann habe ich ja keine andere Wahl. Ich werde dich in einen ewigen Winterschlaf schicken. Und dann nennst du das eine einzige... Aber trotzdem, hier ist eindeutig was ganz Verrücktes im Gang. Okay, Pikachu. Ach so, okay. Ich hab das schon verstanden. Er ist wieder blaue Typ, nur ein bisschen anders. Muss irgendwas. Ja komm, mach. Ich guck dir zu. Zum Glück habe ich meinen Angriff so erhöht, dass es so schnell geht. Klar. Jetzt liegt alles an dir. Du hast meine Freunde ausgeschaltet. Dafür musst du bezahlen. Was wollt ihr, Schwachmaten? Du kommst mal mit. Sag dem Freund mal Hallo. Und so.
komm. Ich hätte ihn jetzt schnell besiegt, wenn er keinen Fehler gemacht hätte. Hallo? Was geht mit Dildon ab? Und Frissband. Anscheinend war ich derjenige, der bezahlt hat. Puh, das war eine nette Aufwärmtraining. Schnell, durchsuche alles. Ehrlich gesagt, habe ich meinen Blick von Anfang an darauf geheftet. Ja, wollte ich auch sagen. Und? Ah, das sieht nicht gut aus. Das ist eine Bombe. Was? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Komm sofort zurück. Okay. Was jetzt? Hä? Das hätte ich nicht gedacht. Laut Bericht war es eine Bombe aus hochexplosivem Sprengstoff. Was alles hätte passieren können, wenn sie in falsche Hände geraten wäre. Glücklicherweise ist ihr noch mal gut gegangen. Vielen Dank, du hast den Schienen bewahrt. Okay. Wartet. Okay, ich wollte speichern. Bin ich jetzt draußen? Ich will raus. Yay, Zugfahrt macht Spaß. Naja, wir sind gleich fertig. Wir müssen noch eine Nebenmission machen, dann geht's weiter mit der Story, so gesagt. Wir sind nun am Ostterminal. Das ist der Ostterminal. Du, es reicht, dass du es einmal sagst. Bin ich ein bisschen hier hörbehindert oder so, oder ein bisschen, geistig nicht dabei irgendwie. Ich hau schon gut zu. Klar, hier geht das bisschen langsamer wieder. Hier geht die Musik ja richtig ab. Hier sind die Köste, die du annehmen kannst. Maschinenreparaturen. Ein Maschinenbahnhof funktioniert nicht richtig und man muss sofort repariert werden. Ich warte meine Züge. Schon wieder der verdammte Schaffner. Bitte sprich mit dem Schaffner. Das ist sowieso schon langsam genug. Also dann. Okay. Hier geht das wieder normal weiter. Es gibt später auch hier eine Mission, die richtig geil ist. Sowas, ein Quiz. Und bei dem Quiz, das war das letzte, was ich von diesem, bei dieser Hälfte weiß. Bei dem Quiz bin ich auch abgekackt, aber richtig. Weil ich nicht einfach wusste, ich wusste einfach nicht die Fragen und ich konnte nicht irgendwie die Informationen aus diesen Sitzen rausholen. Oder rausfinden. Ich habe den Auftrag für die Maschinenreparatur angenommen. Das ist toll, danke. Die Maschinenanlage im Bostlon-Bahnhof ist kaputt gegangen. Sie muss dringend repariert werden, aber das ist nicht das einzige Problem. Ach, es wird Zeit für die Abfahrt. Ich kläre dir alles auf weitere vom ja, okay. Hier, das wirst du brauchen. Ah, eine Werkzeugkiste. Wir müssen sofort los. Bist du startklar? Abfahrt. Bist du startklar? Okay, dann los. Hey, das ist mein Spruch. Oh, tut mir leid. Abfahrt. Spasti. Boah, wie er mir schon aufregt. Wie er mir schon aufregt hier, der kleine Spasti. Den Bostlon Bahnhof. Das ist der Bostlon Bahnhof. Bostlon. Hm, Bostlon Bahnhof. Das ist der Bostlon. Wir haben den Bostlon. Guckt euch mal diese Reihenfolge an. Regt euch das nicht auf, also mich regt das schon auf. Bostlon Bahnhof, dies ist der Bostlon Bahnhof. Wir haben den Bostlon Bahnhof erreicht. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts im Zug liegen lassen. Und was soll ich jetzt tun? Ihn kaputt hauen. Seht ihr mal die Maschinenanlage dort an. Es funkelt so gern. Dort muss die Maschine repariert, aus den Funken spüren. Wenn man die anfasst, kriegt man Stimme in den Fiesen schon. Lasst es. Es ist nur gefährlich. Doch, wahnsinnig gefährlich. Du musst sie ganz schnell reparieren, sobald die Funken nachgelassen haben. Insgesamt benötigen Funken. Ja. Okay, ach, noch was. Dieser Bahnsteig ist von unheimlichen Ratten befallen. Unheimlichen Ratten? Ich habe so eine Angst, dass ich keinen Fuß auf diesen Bahnsteig setzen würde. Deswegen möchte ich dich bitten, auch alle Ratten zu beseitigen. Die Maschinenraum. Ja. Kein Problem, ich bin im Handumdrehen wieder da. Sehe ich aus wie ein Kammerjäger oder. Beseitige alle Ratten. Weil ich habe Angst vor Ratten.
Du dreckige Ratte. Ist voll heftig gemacht, dass die Züge auch nach hinten fahren. Okay. Hier sieht's aus, als ob die Ratten sämtliche Kabel durchgebacken. Diese dreckigen Ratten. Ich muss mich mit der Reparatur sputen, oder? Okay, das hat erst mein Funkenring gestoppt. Ich bin fertig. So macht man das. Jetzt fehlen noch vier. Okay, die Ratten hier habe ich getötet. Ich kann ja doch schon durch, okay. Aber erstmal will ich das da vorne erledigen. Jetzt muss ich nur noch das und das hier. Sehr gut, jetzt sind noch drei. Okay. Ah, das Spiel wird immer besser und besser. Und bald ist es auch vorbei. Oder es wird auch noch wieder 80 Parts. Warte, ich habe insgesamt für den ersten Teil 39 Parts gebraucht. Das ist gerade der 41. Part. Ratten, Ratten. Wo sind Ratten? Stirb. Will ich da rein? Muss ich da rein? Ach, ich gehe einfach rein. Okay, ich muss da was. Ach so. Ich lock die Ratte mal hierher. Komm zu Papa. Sehr gut. So mag ich es. Idiot zu ihm gelangt. Und so, jetzt habe ich meine Ruhe. Jetzt kann ich alles in Ruhe untersuchen. Komm. Jetzt muss ich nur noch das und das hier. Noch zwei, gut so, dass du zählen kannst. Okay, hier ist nichts. Okay, dann hier. Ratte, stirb. Ich wusste es. Gerade ist mein Knopf stecken geblieben. Okay, ich hab ihn. Und tot. Das war die letzte Ratte. Hey, ich habe auch alle Ratten erledigt. Na gut, jetzt wird das erstmal keine Kutsche. Jetzt muss nur noch die restliche Maschine reparieren. Mach dich an die Arbeit. Okay, Chef. Aber ich muss gleich noch einen Cut machen. Wenn ich das gerade so sehe. Wieso kann ich denn nicht darauf? Okay, aber wieso kann ich da nicht rauf? Warte, gibt es da was? Oh, hier aber. Zwei B-Kristalle, das ist gut. Ist immer gut, alles zu untersuchen. Ich will dann noch diese Mission, diesen einen Part erledigen und dann... Warte mal.
Was gibt es hier? Ach so. Okay, wir sehen uns gleich wieder.